jedes Gewinnspiel, das man irgendwie aufnehmen kann, das nicht auszunutzen und zu Tickets zu kommen. Josef und Marianne sind das zweite Gewinnerpaar. Die beiden sind direkt aus Horizon im Burgenland in die Bundeshauptstadt gekommen. Er hat das ganze Package gewonnen, der Ö3, weil er gegen den Konsul Elfmeter geschossen hat und das hat er gewonnen. Erstes Highlight der Führung sind gebrauchte Schuhe. Schuhe allerdings aus der Spielergarderobe, die sonst nicht so schnell jemand zu Gesicht bekommt. In der Mixed Zone versuchen Reporter, aktuelle Aussagen von den Stars zu bekommen. Also ich interviewe da mit Fernando Torres oder so, wie schon mal. Ich wusste gar nicht. Ja. Während sich der Stadionbereich mit Fans füllt, werden in einem TV-Übertragungswagen neue Fußballkommentatoren-Talente entdeckt. Die Namen der Schiedsrichter stellen aber eine Herausforderung dar. Jesus Calvo Kurt Bermuda. Klingende Namen und hoffentlich ohne schwere Fehler. Höhepunkt vor dem Spiel für die vier Gewinner ist das Warm-up der Spieler. Direkt vom Spielfeldrand, umgeben von tausenden Fans, sehen sie Luca, Toni und Co. genau auf die Beine. Zu all den Eindrücken fehlt jetzt nur noch, dass der Favorit der Truppe ins Halbfinale einzieht. Und auch dieser Wunsch soll in Erfüllung gehen. Die deutsche Mannschaft war die erste Mannschaft, die im Semifinale